Okay, ihr Lieben. Wir schauen weiter. Wir haben hier noch... Let's get in and out. Eins, zwei, drei. Ist ja die Sache, ob die mir auch feindlich gesonnen sind. Ich weiß es halt nicht, ne? So, Süßkartoffel, bla 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 bla. Kannst die Tür zumachen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Die Küche. Kopfloser Fisch, Fischfilet, Kopfloser Zucchini, getrockneter Wurstling. Konservierter rote Kopf. Das machst du mal aus, ne? Sehr schön. Kerzen ausmachen. Grob geschnittener Schinken. So, was haben wir hier? Irgendwas von Wert. Oben brennt's. Das war wahrscheinlich hier, ne? Die gute. Oh, guck mal da. Stahlklaue. Keine Überlebenden. Ja, kannst jetzt im Prinzip, kannst du die jetzt schon hier, ne? Auch nicht. Alles klar. So, wo geht's hier lang? Hier hinten waren eventuell noch Wächter. Vielleicht sind die aber auch alle platt. Es scheint so, als wären die alle tot. Gut, dann würde ich sagen, ich schnack nicht rum und gehe rein. Nicht lang schnacken. Koppelnacken. So, was war denn hier drin? Da standen die, ne? These boots have seen everything. Goblins, die sind aber freundlich gesonnen. Vielleicht. Schauen wir mal. Lass das sein. Okay. Gut, die war mir nix. Was haben wir da? Trank der Engelspause. Sehr schön. Des Brandstifters. Draw Gifts. Ein Heiltrank. Aber. What's inside? Was haben wir hier? Balsam für die Seele, Meergras und Wermut. Mitnehmen. Never wanted the easy path. Sehr hoch. Gut, das heißt, wir müssen nach oben. Alright. Da oben stehen allerdings auch noch welche rum. Hier wird es runtergehen. Genau, in den Keller. Könnt mir schauen, was mit Mithranda ist, ne? Lass mal gucken, was mit ihr ist. Ob die jetzt da unten auch alle pisst sind? Hi. Will nix. Ich will auch nix, okay? Ihr habt vergessen, dass ich da war. Ach du Scheiße. Direkt ein Todeshirte. Also ich gehe da nicht runter. Die Scheiße macht ihr alleine. Nee, das muss nicht sein. Vor allem mit dem Todeshirten, ja, das ist mir eine Nummer zu heftig. So. Also. Hoch. Don't mind if I do. Kansif.
Ist die Sache, ob er mir was macht, ne? Er ist mir freundlich gesonnen. Am Ende rennt er mir in die Parade, ne? Deswegen, wir machen die alle platt. Was hat er? Kansif? Arkane Thermohandschuhe. Arkane Asche. Wenn du Feuerschaden bewirkst, hältst du 2 Züge lang Hitze. Okay. Das Lager senden. Das nimmst du mit. Laterne und Knochen vom Jochen. Okay, was haben wir hier? Mindestens 3. Das ist ja die Sache, wie die hier stehen, wie die gucken auch. Ob da jemand vielleicht patrouilliert, ne? Krieg ich dich? Müsste ich ein Stück zur Seite gehen, ne? Vielleicht klappt's ja. Oh Gott. What path lies before me? Wusel, 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 wusel. Die können runtergucken. Okay. Was sind die hier drin? Achso, ich würde es mal mitnehmen. Der eine ist tot. Ich glaube 60 nur, aber hey, klein viel, ne? Jetzt ist halt die Sache, wo die da rumstehen. Die Lappen. Drüben, ja, wo? Ist nix. Herrin der Seelen. Kommst du oder bleibst du da oben? Ich muss reinrennen, ne? Ich stehe da hinten. That's a friendly looking shadow. With haste. Gehst du da hin? Ne, ohne Haste, ganz entspannt, ne? Gehst runter. Sehr schön. Was macht ihr jetzt? Ihr spurtet, schaut euch um, entdeckt niemanden und alles cool. Na super. Bleibst du da jetzt stehen? Wie es scheint, ja, ne? Okay. Komm ich hoch? Dann harme dich mal um. Breathe quiet. Move with care. Should mind my step. Ja, nein, doch, vielleicht. Weiß noch nicht so ganz, ne? Bist du noch nicht so sicher? Bleib genauso stehen. Bitte, du hast.
Bleib genau so stehen. Don't turn around. Achtung, hier ins Kreuz. Sehr schön. Ein Träumchen. Was habt denn ihr? Eine Kerze. Geil. Don't waste a step. Bestimmt auch, ne? Nikromiten? Am Achate oder Kerzen? Radia, was hast du dabei gehabt? Diabolischer Flegel des Myrku. Ha? Ist klar? Erster Stock. Jetzt könnten wir im Prinzip hier rein. Können aber auch da rein. Das war ja auch so ein Gebiet, ne, das ich noch nicht erkundet habe. Ist die Sache, ob hier noch einer rumpimmelt. Weil hier war ja auch eigentlich einer gewesen. Beziehungsweise vielleicht ist der auch unten, ne? Diese ganzen Augen sind weg. Let's see what this does. Hier scheint auch keiner mehr zu sein. Hier war noch so ein Geheimgang, ne? Aber da geht's auch rein, okay. Ich speichere mal ab, weil die Tür führt auch da rein. Wobei, wir gehen erstmal in diesen anderen Bereich. Bevor ich da jetzt rein, ich meine, da muss ich rein. Aber ich würde schon ganz gern sehen, was hinter dieser anderen Tür war. Da konnte ich auch nicht hin. Das war so ein privater Bereich. Weil, gab's so das Gefühl, Schattenlande? Und da werde ich nicht mehr lange sein. So, haben wir hier irgendwas Wichtiges drin? Federn. Federn, Tintenfass. Okay, ich will erstmal hier rein. Das sieht auch cool aus. Automatische Speicherung. Automatische Speicherung. Alles klärchen. Aber es hieß ja, dass die Lappen da irgendwo oben sind. Ich gehe doch erstmal rein. Komm. Das sieht so aus, als muss ich da hoch. Das ist so ein Hinweis, ne? So, Schloss knacken. Open up. Gönn dir. Gespeichert. Ja, okay. Das ist jetzt doof. Das irritiert mich jetzt wieder voll, ne? Hier, Nudel. So, geh mal knacken. Schönes Bettchen. Hm. Da haben wir noch eine Tür. Das sieht toll aus. Ist aber eine sehr interessante Tür. Liegen mal Knochen auf dem Boden. Aber ich schaue mir erstmal diese opulente Truhe an. Die sieht interessant aus. Komm, lass mal knacken. Umhang der Elementarabsorption. Elementare absorbieren. Absorbiere einmal pro kurze Rast Elementarschaden. Beim nächsten Elementarangriff auf dich erleidest du nur den halben Schaden. Bei deinem nächsten Angriff wirkst du zusätzlich ein D6 dieses Elementartyps. Okay. Abteilen. Ableitung. Nicht Abteilung. So, ans Lager senden. Was haben wir hier? Brief an Catherick.
Mein liebster Gemahl, ich weiß, dass meine Zeit sich dem Ende zuneigt. Ich will euch nicht verlassen. Ich will unser kleines Mädchen nicht verlassen. Doch ich schreibe nicht, um unser Schicksal zu beklagen. Es ist das unsere und niemandes sonst. Die Stadt des Urteils ist finster, doch ich weiß, selbst dort wird mich das Licht der Herren finden. Ich werde ihre strahlenden Türme sehen und durch die silbernen Gärten wandeln, von denen wir beide geträumt haben. Meine Belohnung erwartet mich, doch ihr habt eine noch große Aufgabe zu bewältigen, mein Liebster. Selones Licht scheint hell unserer Kleinen, doch sie wird jemanden brauchen, damit sie auf den rechten Weg bleibt. Ich habe keine Zweifel, dass sie dich auf dem Deinen hält. Es ist derselbe Weg, der unserer Herrin, und eines Tages, da bin ich sicher, wird er euch zurück zu mir führen. Aber nicht allzu bald, so hoffe ich. Ich werde nicht Lebewohl sagen, wir werden uns nicht verlieren, uns nur eine Weile lang nicht mehr sehen. Wie sehr ich euch liebe, auf immer, Melodia. A letter from Catherick's wife. Sounds like she loved him very much. Ja. Aha, lose Bretterdiele. Was haben wir da drin? Ältesten Gehirnbeherrschung. Dieses Buch riecht angenehm nach Papier und Tinte. Okay, vertraulich dem Schreiber Jantus von General Catherick diktiert. Der Plan des jungen Gortash, ein ältesten Gehirn der Illithiden zu versklaven unter Kontrolle der Krone von Kasus zu einer Marionette zu machen, läuft beinahe reibungslos, wenn man von der kleinen Verzögerung absieht, während der unsere Baldingensbummens-Freunde ihren Führungskonflikt ausfechten mussten. Die Schwachstelle muss eindeutig das Teilen der Nessersteine sein. Es war notwendig, um meinen Einsatz und den des Mörderkults zu sichern, aber am Ende wird dadurch unsere zerbrechliche Allianz zersplittern. Alle drei Nessersteine müssen von einem einzigen Anführer, vorzugsweise mir, kontrolliert werden, aber erst, wenn alle Beteiligten ihren wesentlichen Beitrag geleistet haben. Gortash fürchtet, dass sich das Gehirn, das wir die Absolute nennen, nun durch die dunklen Energien der Krone in etwas Neues verwandelt wird, das weitaus schwerer zu kontrollieren ist. Wenn er recht hat, ist es wichtig, die Macht der Nessersteine in einem einzigen Träger zu vereinen. Umso mehr, da Envar Gortash gewiss zum selben Schluss gekommen ist. Nesser, das klingt wichtig, das Ding. Ich nehme es mal mit. So, was haben wir hier? Jede Menge Fressalien. Ja, nimmst du mit? Die Weinbären. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier noch eine Weidentruhe und einen Hebel. Guck mal. Der Hebel sieht doch interessant aus. Holz, Silberbarren, Absolutengewand. Das kannst du auch mal ans Lager sehen. So, Hebelchen, was machst du denn? Lass den mal pushen, Mama. Hebel. Hebel. Aha. Aha. Ah, da komme ich hier raus. Okay. Gut. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich hier in diesen... da in diesem Bücherregal reinkomme, ne? Okay, wir gehen jetzt mal hier durch die Tür. Erstmal Licht ausmachen. Psst, ganz leise. Easy going. Gehen wir da jetzt rein. So. Eine Schattentür. Aha. Das sind... Oh, ein
Mimik. Alter. Komm, lass mal Foto machen. Lass mal Foto machen. Nein, nicht den angucken. Guck hier hin. Geh in die Hocke. Brav. Ja, so ist cool. Easy. Nice. Ne, einmal hier. Fürs Thumbnail vielleicht. Keine Ahnung, aber ist schön. Ich freue mich. Guck, wie viele Augen die auch haben, ne? Dann kannst du die jetzt mal wegbrezeln. Jetzt darfst du die sehr gerne hier über den Jordan scheppern. Wunderbar. Also richtig zermatscht, ey. Okay, was hast du drin? Amulett des kalten Schauers. Knisternde Resonanz. Wenn der Träger mit einem Zauber-Fernkampfangriff Schaden bewirkt, verursacht er 2 Widerhall im Zielbereich. Ein bisschen Holz, ein fleckiger Brief, Malachit, ein Blutstein, Silber. Das brauchen wir nicht. Spitze Schuhe brauchen wir auch nicht. Bronzepokal und so ein Brief. Meine geliebte Tochter, als ihr ein kleines Mädchen wart, sah ich euch oft mit euren Puppen und euren Cousinen spielen und sah mich als gewaltigen, undurchsichtigen silbernen Schild, der euch umgab und schützte. Irgendwie wusste ich tief in meinem Herzen, dass euch kein Leid zustoßen kann, weil ich es nicht zulassen würde. Auch wenn die Heiler sagen, dass ich vielleicht bald in die Stadt des Urteils hinübergehen werde, möchte ich euch noch eins sagen, geliebte Tochter. Ich werde euch immer umgeben. Ich werde immer bei euch sein. Und der Mond meint, wird euch niemals eine Last tragen lassen, die ihr nicht tragen könnt. Ich liebe euch bis in alle Ewigkeit. Deine Liebe, die keinen Tod kennt. Udi. Alles klar. Cool. Sehr schön. Ja, okay. Da haben wir Wurzeln, da kann man runter. Aber erst kannst du auch hier durch die Tür. Ach, komm mal hier raus. Bei einem Thron. Steinsitz. Okay, da haben wir noch mehr Wurzeln. Okay. Da kannst du hoch. Aha, okay. Gehen wir mal rein. War da einfach mal eine fucking Mimik am Start. So, knacken wir die jetzt immer auf der anderen Seite, ne? Mein Tool will den Trick. Da kommen wir hier raus. Okay. Ich muss nach da oben. Aber ich würde gerne wissen, wo mich die Wurzeln hinführen. Deswegen lass mal schauen, wo es da hingeht. Speicher mal ab. Jetzt mal runter. Ah, da kommen wir hier hin. Das heißt, man kann hier oben auch noch entlang gehen. Ist da noch irgendeine versteckte Goodie oder sowas? Scheint nicht so. Dann geh's auf. Okay. Breathe deep and move. Ja, dann gehen wir durch diese andere Tür, ne? War das auch noch was? Einige Scheiße. Wir müssen durch diese andere Tür.
Was war hier das? Das war die Sache. Genau, hier rum. Hier durch und dann gehen wir durch diese andere Tür. So, Zeit sieht gut aus. Ne, man muss ja auch alles erkunden hier. Ist ja wichtig. So, also. Mit Schatten. Nochmal speichern. Und auf geht's.